Guten Tag, mein Name ist Bianca Kastel. Ihr findet mich unter @bkastel online auf diversen Social-Media-Profilen. Und ja, ich mache tatsächlich Technik. Von daher ist es immer spannend, dass die Technik hier auch nicht funktioniert bei mir. Ich bin eigentlich Software-Projektmanagerin, Webentwicklerin und habe in dieser Pandemie das Thema digitale Kontaktnachverfolgung in einem Gesundheitsamt oder in mehreren Gesundheitsämtern betreut, arbeite an der Digitalisierung in Gesundheitsämtern und bin Vorstand des Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit, dazu gleich mehr, und bin verfahrensverantwortlich für das Thema Iris Connect. Dazu auch gleich mehr. Digitales Scheitern, wir haben es gerade so ein bisschen gehört im vorherigen Vortrag, diese ganze digitale Sache mit Gesundheitsämtern, Meldeketten, Corona-Zahlen und sonstigen Dingen ist eigentlich ziemlich kaputt, muss man sagen, wie es ist. Wir haben diese wunderbare Situation, dass wir in der Politik zu wenig Mittel für Digitales haben. Wir haben keine langfristigen digitalen Kompetenzen, die wir aufbauen können. Wir haben meistens nur so halbgare Projektlösungen. Dann erzeugen diese halbgaren Projektlösungen Probleme und müssen dann eigentlich ersetzt werden. Und dieser ganze Kreislauf funktioniert wieder von vorne. Ja, deswegen ist alles, was ich euch jetzt zeige, eigentlich digital nicht wirklich gut. So. Was haben wir denn hier? Wir haben hier so eine Meldekette, die sieht man jetzt hier so ein bisschen, ich kann sie aber auch größer machen, dann sieht man sie ein bisschen besser, hoffe ich, oder auch nicht. Ich kann es mal kurz beschreiben, was passiert. Im Prinzip haben wir so eine Labormeldung, die wird dann händisch bearbeitet in so eine Fachanwendung. Dann werden diese Fälle händisch weitergeleitet an die Landesstelle und dort werden sie auch wiederum händisch weitergeleitet ans RKI. Das heißt, wir haben zwar eigentlich eine vollständig elektronische Datenübertragung, aber dazwischen gibt es mindestens drei Points of Failure, weil da tatsächlich Menschen auch immer irgendwie händisch Dinge zusammenklicken, sortieren müssen und am Ende kommen dann am Wochenende und an Feiertagen keine Corona-Zahlen raus, auch wenn Labore eigentlich durchtesten. So. Das heißt, wir haben eigentlich in dieser ganzen Digitalisierungsbubble so umständliche Prozesse und schlechte Software, die sich potenzieren und irgendwann brechen unter Last zusammen. Und jetzt haben wir natürlich eine Pandemie und Pandemie ist natürlich im Bereich öffentliches Gesundheitswesen und Digitales eigentlich der Worst Case, weil wir da wirklich massiv Daten ankommen und wir dann natürlich tatsächlich dann auch merken, dass sowas nicht funktioniert. So, jetzt haben wir noch so Geschichten, dann dachte man sich, im Moment, da war doch dieses SORMAS, das sollte es doch besser machen. Man muss dazu sagen, dass dieses SORMAS nur diesen Teil zwischen Labormeldung und Fälle melden ersetzt. Das heißt, du bist besser, wenn du Excel hast, wenn du es durch SORMAS ersetzt, aber wenn du ein System hast, was funktioniert, bist du eigentlich schon ganz gut aufgestellt. So, wir merken, SORMAS ist auch nicht wirklich eine Entlastung im Gesamtprozess. Aber man verkauft sie ein bisschen als das Mittel zur Digitalisierung. Aber diese Kette, die ich euch vorher gezeigt habe, wird dadurch nicht wirklich besser. So, jetzt hatten wir mal noch so eine App von so einem Rapper, die ich jetzt nicht mehr bei Namen nenne, weil ich habe dafür zu viel Zeit verbraten. Auf jeden Fall war es bei dieser Check-in-App so, man hat sich eingecheckt, dann hat man seine Daten dem Gesundheitsamt freigegeben, wenn es mit dir gesprochen hat. Man hat dann Daten von einer Location angefragt. Die Location musste Daten freigeben. Dann wurden diese Daten ausgewertet. Bei der Auswertung dieser Daten wurde geguckt, wie gut dass die Daten eigentlich sind. Und am Ende wurden die Menschen wieder wahrscheinlich telefonisch erreicht oder man konnte seit Neuestem dann irgendwie mal so eine Warnung schicken. Aber auch das war nicht wirklich ein gutes digitales System. Aber die Politik bevorzugt ja immer ein bisschen digitale Lösungen, die man so ein bisschen kennt. Man merkt, okay, wenn ich einen Fax ersetze durch eine E-Mail, dann ist das dann plötzlich digital, weil es ist ja vom Prozess her das Gleiche. Man muss seinen Prozess nicht umstellen und es ist prozesstreu. Es wirkte bei dieser Rapper-App auch irgendwie sehr sicher und es wirkte auch innovativ, aber es hat das Problem nicht wirklich gelöst. Sonst würden wir nicht immer noch im Pandemiemodus sitzen, sondern es hätte eine wundersame App die Pandemie gelöst. Aber das ist auch nicht realistisch, dass das passiert. Ja, wir merken, das sind in der Umsetzung nicht wirklich gute Digitalprodukte. Wie ist denn das bei diesem SORMAS? Wir merken, das ist auch nicht so wirklich gut. Das ist ja so eine Stellungnahme der brandenburgischen Datenschutzbeauftragten, die sagte, naja, da traten immer mehr Unzulänglichkeiten zutage. Es wurden Fristen verstrichen, man hat mehr oder weniger wahllos Daten erhoben, die man nicht erheben durfte und die Software sollte dazu auch dienen, dass man Daten plötzlich nicht mehr löscht, sondern einfach dauerhaft aufbewahrt. So, jetzt kann man in der Pandemie natürlich immer sagen, ja, Datenschutz ist immer der Verhinderer von
von so Themen. Ich finde, es ist ein bisschen kurzfristig gedacht, weil eigentlich ist Datenschutz ja als Begriff auch so ein bisschen irreführend. Eigentlich geht es ja darum, dass wir die unsere aller Grundrechte auch im Kontext persönlicher Daten schützen. Von daher wäre es schon gut, wenn ein System wie SORMAS, was ja irgendwann mal zentral für alle Gesundheitsämter hätte dienen sollen, sich auch an so Dinge wie Grundrechte mit persönlichen Daten hält, zumal ja auch beim Infektionsschutzgesetz es so ist, dass eigentlich sehr, sehr viele Daten erhoben werden dürfen. Aus meiner Sicht vom Gesundheitsamt muss ich sagen, da gibt es nichts, was man irgendwo uns noch wünschen würde, sondern es geht einfach nur darum, dass wir das, was wir haben, sinnvoll umsetzen. Aber auch das ist mit SORMAS nicht passiert. So, jetzt gibt es noch diese wunderbare Rapper-App, die dann mal 20 Millionen Euro gekostet hat, die dann irgendwann mal Sicherheitslücken hatte, wie sowas hier, was ich mal mit Tobias Rabenstein gefunden habe. Also da ging es dann darum, dass plötzlich Schlüsselanhänger Standortprofile geleakt haben. Dann hatten wir so Sachen wie, dass Gesundheitsämter über Luca quasi angegriffen werden konnten, über einen theoretischen Ransomware-Angriff. Ja, am Ende, was war das Ende von der Geschichte? Diese Luca-App war dann irgendwann mal ja, nicht mehr nutzvoll für die Kontaktnachverfolgung, das war sie sowieso nicht, aber man hat daraus dann quasi jetzt eine Gastro-App gemacht für 30 Millionen Euro zusätzlich zu dem, was der Staat auch schon reingesteckt hat. Das heißt, man hat jetzt quasi mit Staatsknete eine weitere Gastro-App eines privaten Anbieters finanziert. Und man hat quasi auch die Datenbasis, die man genommen hat, also die ganzen Locations, die ganzen Gaststätten genommen und daraus einen privaten Invest gemacht. So, wir merken, das sind schlechte Lösungen, die führen nicht wirklich zu Digitalisierung, sie führen eigentlich zum Gegenteil, sie führen zu Digitalisierung. Das heißt, man hat zwar was digital gemacht, aber das Ergebnis, was man erreicht hat, war tatsächlich das Gegenteil von Digitalisierung. Leute sind frustriert, wenn sie solche Systeme nutzen müssen, sie lösen Probleme nicht, kosten Geld und haben meistens sogar noch mehr Risiken, als sie eigentlich lösen. So. Jetzt ist es aber so, ich möchte natürlich in diesem Talk auch ein bisschen Hoffnung verbreiten, weil sonst haben wir mit der Geschichte vorher aus der Impfkabine und diesem ganzen Digitalfu die Erkenntnis, dass es irgendwie gar nicht funktioniert. Das wäre ja schade, von daher dachte ich mir, ich will auch ein bisschen Hoffnung reinbringen. So, zu guten digitalen Lösungen würde ich sagen, sie brauchen auf jeden Fall die kritische Begleitung der digitalen Zivilgesellschaft, das heißt von uns allen hier. Weil wir merken so ein bisschen, staatliche Lösungen sind nicht immer so wirklich sophisticated. Die sind meistens hinten dran. Die wissen auch nicht so ganz, was digital in und hip ist. Die brauchen auch tatsächlich Unterstützung der digitalen Zivilgesellschaft. Wir haben ja tatsächlich ein erfolgreiches Digitalprojekt in dieser Pandemie, die Corona-Warn-App. Und jetzt könnte der Staat natürlich sagen, guck mal, wir haben doch was richtig gemacht. Aber so ganz allein hat der Staat das auch nicht hinbekommen, denn auch in der Entstehung der Corona-Warn-App ist das ja auch passiert, dass da auch sehr, sehr starken zivilgesellschaftlichen Einfluss gab. Also der CCC, die 64, das FIF, die Gesellschaft für Informatik, LOAD, die Stiftung Datenschutz haben sich zum gemeinsamen offenen Brief entschlossen im April 2020 und haben gesagt, so wie ihr das als Regierung plant, als zentrale Datenspeicherung, wollen wir das nicht, wir wollen das dezentral. Gut, Google und Apple sagten dann auch irgendwie, wir machen das so und nicht anders, aber es war auch tatsächlich ein zivilgesellschaftlicher Impetus, den man hatte und sagt, okay, wir wollen das so und nicht anders. Das heißt, es ist immer sehr wichtig, das zu tun. Von dem, wie die Corona-Warn-App funktioniert, ist es eigentlich der direkteste mögliche Weg, wie man so das Problem von Pandemiebekämpfung umsetzen kann. Wir haben jemanden, der infiziert ist, der kann dann so den Menschen, der lädt quasi seine Keys hoch und die Menschen, die quasi auch die Corona-Warn-App nutzen, können dann diese Keys vom Server runterladen und können dann merken, ob sie einen Risikokontakt hatten. Das heißt, es ist eigentlich der direkteste mögliche Weg von einer digitalen Kommunikationskette. Ich kann meine Menschen in der Umgebung direkt über so ein Serversystem warnen und brauche kein Gesundheitsamt dazwischen, brauche keinen sonstigen Landestellen oder sonst was dazwischen, sondern habe den direktesten möglichen digitalen Weg. Also ein super Prinzip. Wir merken, gute digitale Lösungen sind resilient, das heißt, wir können sie anpassen und sie befähigen die Beteiligten aktiv mitzuwirken. Das heißt, ihr könnt alle, wenn ihr die Corona-Warn-App nutzt, das solltet ihr immer noch tun, dazu beitragen, Infektionsketten zumindest einzudämmen. So, was mache ich eigentlich in meiner Freizeit, wenn ich diese ganzen Probleme im Job irgendwie gelöst habe und mir denke, es ist langweilig? Naja, ich bin
erste Vorsitzende des Innovationsverbundes Öffentliche Gesundheit. Wir sind ein Impuls aus der Zivilgesellschaft. Wir versuchen, Impulse aus der Zivilgesellschaft in den öffentlichen Gesundheitsdienst zu bringen. Wir sind ehrenamtlich, gemeinwohlorientiert und haben keine Gewinnerzielungsabsicht. Das ist wichtig dazu zu sagen. Wir verstehen uns als Cyberhilfswerk für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und alles, was wir in Software machen, ist grundsätzlich Open Source. So, das erste Projekt, was wir gemacht haben, ist Iris Connect. Das ist im Prinzip, würde ich es mal beschreiben, als eine Art Vernetzungsbaukasten. Das heißt, wir haben das, was eigentlich so eine andere App auch gemacht hat, aber sich monetarisieren hat lassen, als Open Source gemacht und haben es Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben ermöglicht, dass jede beliebige Check-in-App sich an ein Gesundheitsamt anbindet, haben es allerdings so gemacht, dass es modular ist und dass es auch sicher ist. Das heißt, in all den Bundesländern, wo diese App, die ich nicht nennen möchte, nicht eingesetzt wurde, das ist NRW, Sachsen und Thüringen, und in Hessen wurde auch Iris anstattdessen eingesetzt. Was wir auch können, was zum Beispiel SOMAS nicht kann, wir können Daten sicher zwischen Gesundheitsämtern austauschen. So. Man muss dazu sagen, das ist natürlich nicht möglich, wenn du es in deiner Freizeit machst, wenn du in 4 Bundesländern digitale Infrastruktur betreibst. Das kostet Geld. Das kostet wirklich viel Geld. Wir sind sehr dankbar, dass uns die Björn-Steiger-Stiftung mit mehr als 1 Million Euro unterstützt hat für ein Open-Source-Projekt, was wir dann quasi auch tatsächlich stabil in Bundesländern betrieben haben, mit so Sachen wie einer Telefon-Hotline für ein Open-Source-Projekt, was auch ein bisschen besonders ist, und Pentests, Security-Audits. Das heißt, wir haben tatsächlich professionelle Software erzeugt auf Basis von Open-Source in mehreren Gesundheitsämtern, in der Verwaltung, in der Pandemie für den öffentlichen Dienst. Was ist das eigentlich von dem, wie es technisch funktioniert? Das ist jetzt so ein Architekturschaubild, das muss man jetzt nicht so genau im Detail angucken, aber was wir sagen können, wir können quasi auch relativ schnell Netzwerke bauen, um Daten sicher auszutauschen, weil wir diese ganzen Netzwerkkomponenten für die Gesundheitsämter quasi zur Verfügung stellen. Und jedes Gesundheitsamt, das sich quasi anbindet, kann dann auch Teil dieses Netzwerks werden. Das Ganze ist nach Stand der Technik, das Ganze nach Zero-Trust-Prinzipien gebaut. Das heißt, es ist eigentlich schon von dem, was Gesundheitsämter üblicherweise haben, ein sehr, sehr starker Schritt nach vorne. Jetzt, wie ist denn das, wenn man mit einer Verwaltung oder mit, in meinem Fall war es 112 Gesundheitsämtern, Software nutzen möchte? Es ist sehr spannend, kann man sagen. Man trifft auf sehr unterschiedliche Niveaus von IT-Verständnis. Aber es hat dann doch irgendwie funktioniert. Was wesentlich ist, dass man für sowas ein langfristiges Betriebsmodell hat. Und was wir auch dazu sagen mussten, ist, dass wir auch für alle unsere Gesundheitsämter auch irgendeine Art von Lösung gefunden haben. Das heißt, wir haben nicht gesagt, ihr müsst jetzt irgendwie unsere Software nutzen, sondern wir finden für eure Umgebung eine Anbindung und finden auch eine Möglichkeit, wie ihr das System betreiben könnt. Das heißt, ich würde es so bezeichnen als Many Solution for One Network. Das heißt, wir haben den Menschen einfach verschiedene Zugangswege zu unserem Netzwerk bereitgestellt. Das Ganze funktioniert so, dass es zentrale Komponenten gibt, die wichtig sind, um einfach diese Vernetzung zu handeln. Und es gibt eben so dezentrale Clients in den Gesundheitsämtern. Das ist so ein bisschen so, wenn ihr euch auf eurem Privatrechner irgendwie eine App installiert, bloß dass man das quasi im Gesundheitsamt auf deren Server installiert. Was, glaube ich, auch sehr wichtig war, dass wir auf Augenhöhe zusammengearbeitet haben. Wir haben manchmal auch in sehr langen Teamviewer-Sitzungen den Menschen erklärt, wie sie ihre Software installieren in ihrer Umgebung. Und wie gesagt, wir waren eine Open-Source-Software mit einer Telefonhotline im Zweischichtbetrieb. So, jetzt haben wir noch so ein Thema, das habe ich jetzt nicht angesprochen. Das ist jetzt so ein bisschen mein One-More-Thing. Impfterminsoftware. Lieblingsthema, er hat uns gerade vorher erwähnt, kein Mensch versteht diese Dinge. Eva Wolfanger sagt dazu sehr schön, es sei so ein bisschen wie einen Termin in ein Bürgerbüro zu bekommen. Alles ausgebucht, nur wer permanent die Seite aktualisiert und viel Glück hat, kann einen erhaschen. Man muss bereit sein, das restliche Leben drumherum zu organisieren. Das sollte eigentlich nicht sein. Das, was der Staat quasi mit dem Impftermin seinen Bürgerinnen anbietet, ist eigentlich die bestmögliche Serviceleistung, die er bieten müsste. Das heißt, eigentlich muss der Staat dir diesen Impftermin auf dem Präsentierteller überreichen, mehr oder weniger. Das hat er im Digitalen nicht getan. Diese ganzen Impfportale, es gab mehrere davon,
war dann nicht so wirklich gut nutzbar. Bei der Bundeslösung, bei Impfterminservice, sind durchschnittlich 98 Suchanfragen notwendig gewesen, um einen Termin zu bekommen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine gute Quote, würde ich mal sagen. Was dann auch noch spannend war, das ist so ein bisschen was für die nördliche Sicht, es gab 15 GitHub-Repos für Automatisierung, um diese Impftermine zu buchen. Das heißt, es gab halt Menschen, die haben sich gedacht, okay, baue ich mal halt einen Crawler, der dann immer guckt, ob was Neues gibt, und der soll dann automatisiert mir den Impftermin buchen. So. Das hat natürlich mit diesen ganzen Prinzipien wie Priorisierung, gerechten Zugang zum knappen Impfstoff nichts mehr zu tun, sondern es heißt einfach nur, der, der es technisch kann, bekommt einen Impftermin und der, der es technisch nicht kann, nicht. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Damals, als ich noch im Januar 2021 bei einer Agentur gearbeitet habe, hat mein Kollege dann gemeint, also wenn ich jetzt so einen Bot baue, ist es ein bisschen doof, können wir nicht irgendwie mit denen reden, dass wir das besser machen. Wir sind auf das Sozialministerium Baden-Württemberg zugegangen, die meinten dann so, können wir auch nichts machen, ist die Bundeslösung. Okay, dann halt nicht. So, dann Sprung in den Mai 2021. Es gibt dazu gleich vielleicht noch kurz einen guten Einwurf. Also die Bundeslösung wurde in 5 Bundesländern benutzt. Das ist kein gutes Zeichen, weil wir haben ein paar mehr als 5 Bundesländer. Und 11 andere Bundesländer haben dann was anderes gebaut. So gut war dann die Bundeslösung. Genau. Im Mai 2021 kamen dann Menschen auf uns zu. Lustigerweise war ich mit einer von den beiden in der Schule, so trifft man sich wieder, und kamen auf uns zu und meinten so, du, wir haben da so 800.000 E-Mail-Adressen, die haben sich für einen Impftermin bei uns angemeldet, jetzt müssen wir da irgendwie halt Impftermine vermitteln, was aus IT-Security-Sicht so ein bisschen schwierig ist. Und dann meinten sie, können uns da helfen. Wir haben ihnen dann geholfen, haben ein komplett neues Konzept gestellt und ihnen auch quasi Ressourcen zur Entwicklung vermittelt. Das führte dann dazu, dass sie zumindest für 1,2 Millionen Impfangebot unterbreiten konnten und haben dann Ende August 2021 diesen Dienst eingestellt. Aber das Ganze war zumindest dann einigermaßen stabil. So, November 2021. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, es gab so diese Booster-Impf-Kampagne, wo Menschen dann irgendwie 4 Stunden lang im Regen standen, weil man wollte es dann möglichst niederschwellig machen, man hat es aber nicht wirklich so gut vernetzt geplant gemacht. Sondern man hat einfach gesagt, okay, hier, viel Glück. Das fand ich irgendwie nicht so gut, dann dachte ich mir, okay, wir können ja irgendwie digital, wir können das irgendwie besser machen, können wir da nicht was bauen? Oder können wir es zumindest versuchen, es zu bauen? Sascha Lobo hat in seiner Kolumne damals gesagt, in Spanien gibt es ein System, um Impftermine an die Smartphones der Bevölkerung zu schicken. In Deutschland wäre das Konstrukt zu teuer, würde die mächtigen Lobbyvereinigungen zu viel Macht kosten und wäre schon aus Datenschutzgründen völlig undenkbar. Ja, jetzt muss ich Sascha Lobo hier widersprechen auf der Republika, das ist alles falsch. Wir haben es trotzdem versucht. Was wäre, wenn eine digitale Lösung hätte, die einen Impftermin direkt in der Nähe anbietet, wenn du, egal wer impft, alle Impfangebote in der Umgebung zusammenfassen kannst und wenn es eine einheitliche Anlaufstelle für diese Impftermine gäbe? Das haben wir mehr oder weniger gebaut. Wir haben das auch so gebaut, dass wir es möglichst datensparsam gebaut haben. Das heißt, ihr kennt es von der Corona-Warn-App, da musst du auch nicht wissen, wer du bist, um gewarnt zu werden. Deswegen müsstest du bei einer Impftermin-Software auch nicht wissen müssen, wer du bist, sondern du bist eigentlich nur ein Termin. Und dieses ganze Terminhandling ist eigentlich relativ einfach, wenn man das mal so ein bisschen vom Amt nimmt. In den Ämtern gibt es meistens diese Dinge, wo man Nummern ziehen kann. Wenn man auf seiner Nummer ist, dann ist man halt dran. Das heißt, das könnte man digital eigentlich nachbauen, hätte man auch so eine Warteschlange für Impfterminsoftware. Und eigentlich genau das haben wir technisch auch getan. Wir haben eigentlich so das Nummernziehen auf dem Amt für Impfen in digital gebaut. So, und dann gibt es noch die von Sascha Lobo angesprochenen Lobbyorganisationen. Ich glaube, wir haben so mit ziemlich allen Relevanten gesprochen. Die meisten meinten, das ist eine ganz gute Idee. Wir wissen zwar jetzt nicht so genau, wer es zahlen soll und wer die Verantwortung übernehmen soll, aber macht mal weiter. Das ist super, das wollen unsere Praxen zum Beispiel. Auch die Impfzentren dachten sich, ja, gerne. Budget zu finden ist immer schwierig. Wer es dann verantwortet, ist auch schwierig. Bestimmte Ministerien haben sich natürlich nach dieser Geschichte mit impfterminservice.de
nicht so amüsiert gezeigt, weil sonst hätten sie wieder Verantwortung übernehmen müssen. Aber wir gucken mal, was noch draus wird. So, wie weit sind wir gekommen? Wir haben theoretisch eine funktionsfähige Software, das heißt, nicht bloß theoretisch, sondern sie läuft auch tatsächlich. Wir könnten diese Software schrittweise skalieren in Größe, das heißt, wir fangen vielleicht mit einer Kommune an, fangen mit einer Stadt an, gehen dann auf ein Bundesland und möglicherweise weiter. Wir haben Rollout-Konzepte dafür, das heißt, wir könnten das Ganze betreiben, haben tragfähige Konzepte zum Anbinden von Impfstellen, das heißt, wir würden zum Beispiel über Krankenkassen gehen oder über Apothekerkammern, Ärztekammern und sonstige Dinge. Das heißt, diese Konzepte liegen vor. Und wir haben auch das Go von bestimmten Lobbyorganisationen. Das heißt, eigentlich könnte man das theoretisch starten. Nun ist es so, das hängt meistens ein bisschen an Politik und Verwaltung. Das Ganze geht erst dann guten Gewissens aus der Sicht von Politik und Verwaltung, wenn es irgendwo schon mal sicher läuft. Das Thema Impfterminservice war halt so eine sichere Bank, weil es halt irgendwie überschaubar funktioniert. Das kannte man. Man geht zum Amt, macht einen Termin. Dass plötzlich dein Amt dir den Termin schickt, das kennen die eigentlich nicht, sondern es ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Von daher war es auch ein bisschen irritierend. Man dachte sich, okay, lass das mal irgendwie in der Stadt laufen. Wenn das da läuft, könnte man mal weiter gucken. Aber tatsächlich eine einzelne Kommune zu finden, die dieses ganze Thema mit dem relativ komplizierten technischen Stack auch betreiben kann und dann in dieser Impfkampagne sagt, okay, wir machen das, ist schwierig. Zumal natürlich auch die, die Impfzahlen halt auch sehr stark schwanken. Es ist ein bisschen schwierig, dafür ein stabiles Betriebskonzept zu finden. Das heißt, das ist, glaube ich, auch das, was dazu geführt hat, dass wir es nicht in die Breite bringen könnten, weil wir diesen laufenden Prototypen nicht wirklich hatten. So, wir haben aber durchaus relativ viele Partner dafür gefunden, die da gesagt haben, macht das bitte weiter. Einerseits uns die Björn-Steiger-Stiftung wieder ein bisschen Geld gegeben, damit wir das Thema überhaupt entwickeln konnten. Wir haben Unterstützung bekommen von der Sprint, von der Bundesagentur für Sprunginnovation. Wir haben mit dem Helmut Zisper gesprochen, die hätten uns unterstützt. Wir haben von der Finanzinformatik Technologieservice Hosting bekommen. Das BSI hat das Konzept angeguckt und gesagt, könnt ihr grundsätzlich machen. Wir haben es mal so angeguckt, wie weit wir es inoffiziell dürfen. Wir hatten Unterstützung für verschiedene Dienstleister. Wir hatten mehrere Provider in Größe, dass es auch in Bundesländern funktioniert. Und auch der BFDI oder Abteilungen im BFDI haben dieses Konzept gesehen und gesagt, das ist grundsätzlich gut. Und dass diese Logos von BSI und BFDI da stehen dürfen, ist schon besonders, weil das passiert normalerweise nicht einfach so für so ein kleines Projekt, sondern sind hier die hochoffiziellen Bundeslogos auf einer etwas verpixelnden Leinwand. Aber das ist schon eine Besonderheit. Das heißt, da ist auch tatsächlich ein Vertrauen in dieses Konzept gewesen. Aber letztendlich ist es aus Gründen, wie erwähnt, nichts geworden. Gut, Fragen haben wir vielleicht noch, wie viel? Wir haben noch Zeit für eine Frage, würde ich sagen. Also falls noch wer eine Frage hat, ich schnappe mir mal das Mikrofon, Fabian. Mikrofon bitte. Genau. Also ansonsten, die Slides gibt es auch online und es gibt auch noch einen sehr ausführlichen Gendron-Artikel. Ja. Ansonsten bist du ja sicherlich auch noch vor Ort, oder? Ja, ja. Genau. Und ansprechbar und für Fragen offen. Genau. Gut, ich sehe jetzt keine Fragen. Keine direkten. Dann. Da vorne ist eine. Die sprinte mal noch ganz kurz rüber. Erstmal danke für den spannenden Vortrag. Ich habe eine Frage, und zwar gibt es jetzt ja den Pakt für den ÖGD. Das sind ja 4 Milliarden für Modernisierung der Gesundheitsämter, davon 800 Millionen für die Digitalisierung der Gesundheitsämter. Und jetzt ist ja auch der erste Förderaufruf rausgekommen. Inwieweit hängt das denn zum Beispiel zusammen mit diesen anderen Ideen? Also gibt es da irgendwie Kommunikation dazu? Genau, das Problem ist so ein bisschen, der Pakt für den ÖGD ist quasi für die Gesundheitsämter und Ministerien und sonstige. Das heißt, es können offizielle kommunale Träger beantragen. Wir als zivilgesellschaftliche Organisation können nicht sagen, wir brauchen Geld, dass wir das tun können, sondern müssten jemanden finden, der sagt, okay, wir sind als Dienstleister, gehen für die Kommune X ins Rennen und machen das. Das ist tatsächlich das Thema. Bei dem Thema Impfen ist es natürlich aber so, wir werden das nicht erst dann brauchen, wenn diese Pakt über die Mittel bewilligt, sondern wir brauchen das eigentlich jetzt. Und das macht es schwierig.
Okay, alles klar. Ich würde mich auch nochmal ganz herzlich bei Bianca bedanken. Vielen Dank für dein Engagement und viel Glück für die Zukunft des Projekts. Danke. Vielen Dank nochmal.